Hallo zu meinem Podcast, Livestream, DJ NY Snake in der Hardstyle Mix. Wir fangen auch gleich an mit dem neuen geilen Track von Run D, The Other Side, der Extended Mix. Der ist so Hammer. Let's go! Yesterday, my heart just keeps on going, while my mind stuck on replay. The storm is slowly fading, some clouds are here to stay. I know you're never really gone, yeah. I see you on the other side, but know that it'll be alright, 'cause you're a part. Einfach eine Legende, schon jetzt mit diesem Track, und mal gucken, was er als nächstes drauf hat. Das ist eine holländische Legende, wahrscheinlich auch ein Frauenschwarm. So, jetzt zum nächsten Track, Stelnix, Endless Dream. Jeder von uns hat schon endlose Träume gehabt oder Träume, wo nicht in Erfüllung gegangen sind.
und da passt das Lied gut jetzt rein. Also, check this out. Himmlisch von Stelnix. Jetzt kommt von mir persönlich ein Remix. Hat was mit meiner verstorbenen Oma zu tun, wie ich an sie denke. Und da habe ich gedacht, ich mache einen Track, ein Remix, Ave Maria. Und ja, das hat was mit Persönlichkeit zu tun von mir. So erinnere ich mich an sie, wie sie war zu mir. Also, der nächste Track, Ave Maria. Check this. Thank you.
war ein Remix von mir. So, zum nächsten. Hardstyle Remix. Falling on Love. Sich verlieben. Ich habe mich, wo ich kleiner war, 10 oder auch als Jugendlicher ab 12, 15, auch eine Liebe gehabt im Fernsehen, Cascada. Jetzt auch im Musikbereich, Mia Julia. Aber auch im sportlichen Bereich, im Wrestling, Alexa Bliss, wo ich verliebt bin, Liv Morgan und alle, wie die heißen. Liebe ich ein Gefühl, so wie ich manche beobachte, man kann Lieben nicht erzwingen. Und es ist so. Dieser Track passt gut in den Podcast-Livestream heute. So, Falling on Love. Für euch, check this. So, jetzt gleich zu dem nächsten Track, By Your Side, an deiner Seite. Ich habe jahrelang mit jemandem zusammengearbeitet, wo jetzt bald uns die Wege trennen, aus Gründen, wo ich nicht nennen will, nach 16 oder fast 17 Jahren. Und er hat auch geguckt, dass ich so wäre, wie ich heute bin. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und da passt dieses Lied in den Postcard-Livestream gut rein. Also, viel Spaß mit By Your Side. Nights go by when I need ya. Sleepless nights about your features. When I awake, I still dream about you. And I wonder if you dream about me too. Till we run away from the city lights, up to the coast under starry skies. Tell me now when you close your eyes, am I by your side? Daydreamer, don't leave now, keep my head up in the clouds. Daydreamer, is this real? Can you tell me just how do you feel? We'll be right back.
nights go by when I need ya. Sleepless nights about your features. When I awake, I still dream about you. And I wonder if you dream about me too. Do we run away from the city lights? Up to the coast under starry skies. Tell me now when you close your eyes. Am I by your side? Daydreamer, don't leave now. Keep my head up in the clouds. Daydreamer, is this real? Can you tell me just how do you feel? Ja gesagt, das Lied passt gut in der Postcard Livestream. So, jetzt mal ein bisschen heftiger. Ich habe im Musikpark schon einige Sachen durchgemacht und ich habe auch über Facebook schon gelegen, wie kann man sich über diesen Typen aufregen. Obwohl ich eigentlich in dem Sinn gar nichts gemacht habe, aber ich habe da auf der Seite, wo das gestanden ist, mir meine Sache gedacht. Wie gesagt, Liebe kann man nicht erzwingen. Und durch diese Aktion war diese Person für mich eine Pussy. Und ich war damals auch sehr sauer, wo ich das gelesen habe und enttäuscht, wie man so sein kann. Liebe kann man nicht erzwingen. Freundschaften auch nicht. Man geht in die Disco, um Leute kennenzulernen, das stimmt. Aber man, wie soll ich es denn sagen? Man kann es nicht erzwingen. Wenn man seine Ruhe haben will mit seinen eigenen Freunden, sollte man das akzeptieren. Und nicht überall oder in den Social Medien oder in Facebook so einen Scheiß reinschreiben. Für mich war es ein Pussy und ich heute noch ein Pussy. Ich werde die auch hundertprozentig nie wiedersehen. Das weiß ich. Aber vielleicht passt dieser Track in den Podcast Livestream. Hört euch das an. Viel Spaß damit. Alright! Pussy, Pussy, Pussy! Come on in, Pussy Lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing Pussy in half! Give us an offer on a vast selection of pussy! This is a pussy blowout! Alright, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, hot pussy, cold pussy, wet pussy, lava! Smelly pussy, hairy pussy, bloody pussy, snappy pussy, hot pussy, cold pussy, wet pussy, lava! Pussy lava, pussy lava, pussy lava, pussy lava, pussy lava, pussy lava! Fuck it! Pussy lover.
satt geschrieben und habe gesagt, im Vorfall, was ich gesagt habe, gut gepasst. So, zu dem nächsten Track. Alex Megane, Life is for Living and Living is Free. Das Leben ist zum Leben da. Das passt. Arbeiten gehen, auf Festivals gehe, in Disco gehe, Lebensmittel auf einkaufen gehen und alles so. Das Lied passt in den Livestream Podcast. Es ist der Hardstyle Remix von einem anderen DJ Duo, aber das passt. Also viel Spaß damit. And check this out. You and me, our life is drifting along, watching the world as it's singing its song. High above, someone is calling to me. Life is for living and living is free. You and me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings on your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home? Turn around and see the circles we spin and we're taking. Chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living and living is free. Geile Hardstyle-Remix von den DJ-Duos. So. Jetzt kommen wir mal zu einem Track oder Remix von mir. Lichterkinder. Kinder sind was Schönes. Wenn ich da die auf Straßen spielen sehe oder so ein kleiner Knopf. Sagen wir mal, so ein kleiner Bebel, so ein kleines Kind. Und das schaue ich mit seinen Augen an. Das ist schon relativ süß und goldig. Im Fernsehen bringen sie auch Berichte über böse Menschen, wo ihre Kinder nichts Gutes tun. Und da habe ich manchmal schon Tränen in den Augen, wie man sowas denen antun kann. Deine kleinen Kinder, das sind doch süß. Klar, Kinder sind auch anstrengend, aber man hat Freude daran. Und darum habe ich diesen Remix gemacht, weil meine Persönlichkeit, ich mag Kinder, aber keine eigenen Kinder. In diese kaputte Welt möchte ich keine eigenen Kinder setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Was jeder andere macht, ist ihn überlassen.
aber es sind goldige, süße Geschöpfe mit ihren kleinen Knopfaugen, wenn sie dich ansehen und dann fangen sie an zu lachen, das ist schon richtig süß und goldig. Darum habe ich diesen Remix gemacht, weil Nachwuchs und kleine Kinder, das ist ein Segen. Das ist so, wie ich abends ab und zu in der Sommernacht in den Himmel gucke und die Sterne beobachte. Genauso wie in diesem Lied begriffen, St. Martin hat auch mit einem armen, kranken Mann zum Beispiel der Mantel geteilt. Und so sind die kleinen Kinder, die bringen dir Freude, da hat man was zu tun und die bringen dich auch ständig zum Lachen und machen auch viel Blödsinn. Das sind goldige Geschöpfe. So, und darum passt dieser Remix von mir in diesen Podcast Livestream. Hört's euch an, checkt es out, viel Spaß. Unterwegs. Alle sind zu Hause und haben es bequem. St. Martin reitet auf seinem Pferd durch den Schnee. Es ist dunkel und kalt, er kann kaum was sehen. Am Straßenrand sieht er einen Mann, der wimmert leise. Ich friere und bin krank. Martin nimmt seinen Mantel und teilt ihn durch zwei. Und dank der zwei Helfen hat es für beide gereicht. Lichter, Kinder auf dieser Erde leuchten wie Sterne. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer, der nächste Track heißt The End, weil wir jetzt am Ende sind von dem Livestream Podcast. Das passt gut dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören, an die DJ-Kollegen, dass ich die Tracks spielen durfte. Und ja, ich habe auch eigene Remixe gespielt, aber trotzdem herzlichen Dankeschön. Ich wünsche euch, wie viele haben wir heute? Der 14. So, ab morgen wird der Livestream Podcast veröffentlicht, am 15.10. abends irgendwann. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dankeschön.